Hi, Gurvi. Und heute zum ersten Mal auf dem Google Mama Kanal vertreten eine Reaction auf Creepy Pasta Punch. Ich mag ihn. Schon seit Jahren gucke ich immer mal wieder, was er so für Videos macht und stöber ab und zu rein. Heute soll es gehen um die verstörende Wahrheit über Mr. Beast, der vielleicht bekannteste YouTuber unserer Zeit. Es gibt die Mr. Beast Schokolade. Und die Kinder wollen das immer haben. Und Mr. Beast habe ich auch so manches Video gesehen mit diesem, ja, Altersklasse von 1 bis 99, wer schafft's oder so. Und ja, dann gab es noch mehrere Abwandlungen davon und ich dachte mir so, oh, schon wieder. Ach nee, hier ist Squid Game in Real Life. Aber man muss auch sagen, hinter Mr. Beast steckt ein ganzes riesiges Team. Das ist nicht so ein Freelancer wie ich oder vielleicht auch wie er, die das ja größtenteils alleine machen. Sondern Mr. Beast, da sind, weiß ich, wie viele Dutzende Leute hinter den Kulissen. Und Mr. Beast ist selbst nur das Gesicht dahinter. Jedenfalls mein Kenntnisstand. Ich weiß nicht, ob da vielleicht, wie auch immer. Aber da gab es einen Skandal. Ich weiß nicht wirklich was. Ich glaube, früher, als er noch nicht so ganz bekannt war wie heute, hat er auch irgendjemanden wie nennt man das? Gegroomt, das wollte ich sagen. Und ja, ich weiß davon nichts, ne? Ich habe mir nichts dazu angeschaut, ob es darum geht oder ob es eine andere verstörende Wahrheit über Mr. Beast gibt. Gucken wir mal. Normalerweise halte ich mich, was Skandale und Drama angeht, immer raus. Eigentlich, weil ich halt keinen Sinn darin sehe, Videos über diese Themen zu machen. Doch nun ist ein Skandal ans Licht gekommen, der krasser ist als alle anderen, mit denen wir es je... Victims Age 1 bis 11 Jahre. Das ist krass. ...zu tun hatten. Und zwar geht es um den größten und erfolgreichsten YouTuber, den es auf dieser Plattform jemals gegeben hat. Ja? Es geht um Mr. Beast und es geht darum, dass er ein Soziopath sein soll, der... Ich habe nur das Thumbnail nachgestellt, er macht oft seine Thumbnails einfach. Ich kann das gar nicht. ...Menschen absichtlich gequält und gefoltert hat und in keiner Sekunde etwas dagegen unternehmen wollte, beziehungsweise nicht mal Mitgefühl empfand. Ich möchte heute einmal über diese unfassbar krassen Vorwürfe sprechen, die es gegen ihn gibt und was er alles getan haben soll. Bevor ich gehe unbefangen an die Sache ran und dann werden wir ein Urteil bilden. Wir werden urteilen, wir sind der Richter. Dazu kommen eine Sache super schnell in eigener Sache. Ich habe jetzt mein neues Buch rausgebracht, welches im September erscheint. Es heißt Momente des Grauens und es ist ein Kurzgeschichtenband mit 15 gruseligen Horror-Kurzgeschichten, die... Das ist cool, sowas hatte ich als Kind schon mal. Unheimliche Geschichten. Das kennen, das habe ich schon oft mal erwähnt und alle sagen so, ja, das kenne ich. Die Werbung macht natürlich Sinn, muss ich sagen. Ne, dass er sich auch wirklich mit der Thematik auseinandersetzt. Ich glaube, der hat schon oft eigene Storys erfunden und in Videoform verpackt. Die habe ich mir dann weniger angeguckt, seine eigenen Geschichten. Wenn, dann wollte ich was auf real basierenden Ereignissen sehen. Aber cool, dass er das macht und das lebt. Die ich alle selbst geschrieben habe. Wenn ihr also Lust auf Horror habt und mich gerne unterstützen wollt, dann klickt gerne auf den Link in der Videobeschreibung. Christoph Schmuck. Weil jede Bestellung hilft mir sehr. Aber kommen wir jetzt zum YouTube-Star. Beschreibung. YouTube-Star und Bestseller-Autor zeigt auch in seinem neuen Werk, warum er der Meister der Creepypastas ist. Perfektioniert wird das Ganze, groß geschrieben, die Holler, oder? Jetzt muss man überlegen. Perfektioniert wird das Ganze. Hätte ich groß geschrieben. Durch die Horror-Illustrationen von Dominik Jell im Horror-Manga-Stil. Aber sieht sehr nice aus. Also, habe ich nur lobende Worte dafür. Weil jede Bestellung hilft mir sehr. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Ganz kurz zu Beginn, ich denke mal, die meisten von euch... Was ist mit der Quali los? Fast so schlecht wie meine Kameraqualität. Da geht noch mehr. Ich werde wissen, wer Mr. Beast ist. Das Ganze werde ich nicht erklären müssen. Er ist letztendlich der größte YouTuber, den es jemals gegeben hat. Er hat mehrere hunderte Millionen Abonnenten auf unterschiedlichsten Kanälen auch verteilt. Seine Videos brechen regelmäßig Rekorde. Sie werden immer größer, immer krasser und er ist vor allem dafür bekannt, dass er ein Philanthrop ist. Dass er Menschen hilft, dass er Dinge verschenkt, wie zum Beispiel Häuser, Inseln oder einfach hohe... Er verschenkt Häuser und Inseln. Ja, dass das ein Luftschloss ist, kann man sicher denken. ...Summen an Geld.
Das ist grundsätzlich der Content, der ihn groß gemacht hat. Die Möglichkeit von ihm, sein Geld weiterzugeben, und er stellte sich in seinen Videos und bei Interviews immer so dar, dass er halt ein absoluter Menschenfreund ist. Dass er selber kaum Geld mit seinen Videos verdient. Je höher du steigst, desto tiefer kannst du fallen. Und wenn du so ein Good Boy Image hast, dann kann das auch fallen. Ich bin übrigens auch, ich habe auch ein Good Boy Image. Ja? Traut euch, kommt zu mir. Teilweise sogar Minus macht und der eigentlich nur anderen Menschen helfen will. War quasi von allen YouTubern, die es gibt, wohl die Person mit der weißesten Weste, die man sich vorstellen kann. Wirklich? Man muss es vergleichen, wenn ich hier... Habe ich nie drüber geurteilt, jetzt wissen wir ja schon im Vorfeld, ist wohl nicht so. Deutsche Vergleiche haben wollt, so wie zum Beispiel ein Julian Bam oder ein Gronkh. Halt eine Person, die quasi unantastbar für viele erscheint, weil... Sowas hat man aber halt auch über einen Unge gedacht zum Beispiel, ne? Ich kann es mir bei einem Gronkh auch nicht vorstellen. Oder beim Julian Bam, aber wer weiß, wer seine Leichen im Keller hat. Weil sie einfach sich immer so gut präsentiert, weil es immer nur positiv Schlagzeilen gibt. Doch nun hat eben diese positive Fassade von Mr. Beast angefangen zu bröckeln. In den vergangenen Tagen kamen immer und immer mehr Neuigkeiten, immer und immer mehr Skandale ans Licht, in die Mr. Beast involviert sein soll. So soll er angeblich Verbrecher gedeckt haben, er soll Videos gefaked haben, er soll in seinen Videos manipuliert haben und... Er soll Videos gefaked haben. Meinst du, die waren nicht echt? Ja, wenn einer erstmal auspackt, packen sie alle aus, ne? Das ist ja auch logisch, ist ja klar. Ist ja ein Ding. Vieles mehr. Doch diese Skandale interessieren mich als Horror-YouTuber nicht sonderlich. Was mich interessiert, was mich schockiert hat, weswegen ich jetzt auch dieses Video mache, sind tatsächlich die 9 Skandale, die ans Licht gekommen sind, die eben mit ganz besonderen seiner Videos zu tun haben. Hm? Und zwar geht es hierbei um 2 Videos. Einmal ging es um ein Videoprojekt, wo eben einer seiner Mitarbeiter 30 Tage in einem Raum eingesperrt sein sollte und immer mal wieder irgendwelche Annehmlichkeiten, die er dort hatte, abgeben musste. Er hatte so zum Beispiel in seinem Raum einen Whirlpool oder eine Eiscrememaschine und in regelmäßigen Abständen musste er immer wieder irgendetwas in seinem Raum, was er mochte, abgeben, bis sein Raum eigentlich irgendwann komplett leer gewesen wäre. Whirlpool? Also schon so einen stationären. Das war theoretisch diese Idee und es gibt noch ein anderes Videoprojekt, über das ich reden möchte, und zwar die Mr. Beast Games. Dies war ein Videoformat, wo eben Athleten aus allen möglichen Ländern auf der Welt gegeneinander antraten, um herauszufinden, welches Land welcher Athlet der beste ist. An sich waren dies sehr erfolgreiche und gut angekommene Videos. Doch wie die Leute, die dort... Ja, ist ja nicht repräsentativ, ist ja auch einfach, ne, also... ...teilgenommen haben, jetzt erzählt haben, war alles dort anders, als man zunächst erwarten möchte. Denn fangen wir einmal mit dem Video an, wo eben einer seiner Mitarbeiter... Ja, wenn das auf jeden Fall so eine Sache ist mit 100 Leuten und dass da irgendeiner, sag ich mal, die Wahrheit erzählt, wie es hinter den Kulissen war, also dass das rauskommt, das kann man sich ja wohl denken, ne? ...30 Tage in einem Raum eingesperrt gewesen sein soll. Normalerweise würde man denken, dass Mr. Beast genauestens darauf geachtet hat, dass es seinem Angestellten gut geht, dass es ihm an nichts mangelt und er dauerhaft untersucht wird. Nee. Doch genau dies war nicht der Fall. Denn genau dieser Angestellte, der mittlerweile nicht mehr für Mr. Beast arbeitet, weil er gekündigt hat, hat nun gesagt, was da wirklich passierte. Und er sagte es, obwohl ihm eine Menge Geld angeboten wurde, damit er Stillschweigen bewahrt. So sagte er zum Beispiel, dass es eine wirkliche mentale und körperliche Folter war, Teil dieses Videos, Teil dieses Experiments zu sein. Ich dachte, für die Person, die da teilnimmt, jetzt ist die Rede von der Person, die da hätte überwachen sollen. Ich meine, bei so Formaten wie Big Brother oder so ist natürlich rund um die Uhr irgendjemand da, der guckt, dass da nichts basiert. Denn durch diesen Whirlpool, der im Raum war, stank es dort bestialisch. Und auch die Eiscrememaschine stank bereits nach wenigen Stunden und Tagen nach fauler Milch. Oh. Der gesamte Raum stank extrem, aber das war nicht mal das Schlimmste für ihn. Denn während er quasi gezwungen wurde, beziehungsweise unter Druck gesetzt wurde, immer weiterzumachen, hatte er in diesem Raum mit anderen Dingen zu kämpfen. So sagte er, dass die unterschiedlichsten Objekte in dem Raum einen extrem lauten Sound gemacht haben. Wir müssen mal lesen, ne? Der Whirlpool hatte keine Filtration, also kein Filter.
Es stank im ganzen Raum und Ice Cream Maschine stank nach verrotteter Milch. It was noisily running. Also es lief die ganze Zeit laut. Er konnte nicht schlafen deswegen oder was. Diese zwei Probleme waren schon schlimm genug, aber das größere Problem, dass ich nicht schlafen konnte. Dass er nicht schlafen konnte. Das Team hat ihm gesagt, sie können das Licht nicht ausmachen im Raum, weil es würde die Timelapse-Shots zerstören. Ich habe keinen Zugang zur Sonne. Ich habe keinen Zugang zur Uhr. Ich weiß nicht, ja, es gehört vielleicht auch ein bisschen zur, ja, ich will es nicht verteidigen, ne? Aber es sind bestimmt Sachen, die bedacht wurden. Die haben bestimmt im Vorfeld ein paar Papiere vorbereitet und dem das auch erklärt. Auch vielleicht gehört es zum, vielleicht, weiß ich nicht, zum Experiment dazu, dass du das Zeitgefühl verlieren sollst. Oder? I wasn't sleeping, I could not sleep. Das ist natürlich super scheiße, keine Frage, Alter. Aber da würde ich nicht bei so einer Sache mitmachen. ...macht haben. Ein lautes Surren, welches 24-7, also jeden einzelnen Tag durchgehend zu hören... Nee. Wenn er so jeden Tag einen Gegenstand abnehmen sollte und die Eiscreme-Maschine, dann nimm die halt, dass die entfernt wird. Oder nimm es als eine der ersten Sachen. Weg damit. Ich dachte, so war das Format. Habe ich es falsch verstanden? ...hören war. Dieses Geräusch war ebenfalls schon eine mentale Tortur gewesen. Er selbst sprach davon, dass es quasi vergleichbar wäre mit Kriegsverbrechen, die ihm angetan wurden. Unter dieser Lautstärke, unter diesen Geräuschen konnte er kaum einen klaren Gedanken fassen und er konnte unter diesen Geräuschen auch nicht schlafen. Doch selbst wenn die Geräusche nicht da gewesen wären, hätte er nicht schlafen können, weil eben im Raum durchgehend Lichter an waren. Den ganzen Tag rund um die Uhr waren Lichter hellweiß eingeschaltet und auch als er eben angesprochen hat, dass er nicht schlafen kann, dass er schlafen möchte, wurde ihm gesagt, dass man die Lampen nicht ausschalten kann. Nicht, weil es nicht möglich gewesen wäre, sondern weil man nicht wollte. Und zwar aus dem simplen Grund, dass sie eben mit den Kameras ein Timelapse filmen. Sprich, sie wollten alles filmen, was da drinnen passierte, um das Ganze dann schnell abzuspielen. Ja, aber dann mach das doch trotzdem. Dann siehst du im Timelapse, wie es dunkel wird. So, hä? Was ist ein Problem eigentlich? Würde man die Lichter ausmachen, damit man eben... Oder zumindest abdunkeln, ne? Muss ja nicht ganz, dass du vielleicht noch Umrisse sehen kannst, aber... Hä, warum nicht? Dem Teilnehmer, dem Mitarbeiter von Mr. Beast, ein paar Stunden Schlaf gewährt, dann hätte man eben diese coole Timelapse nicht mehr machen können. Und dies war der einzige Grund. Ihm wurde verwehrt zu schlafen, einfach... Oder es war halt ein Vorwand, die wollten den halt wirklich ans Äußerste treiben, den Kandidaten. Und ja, für ein Video soll es ihm ja gar nicht optimal gehen, würde ich sagen. Nur weil sie einen coolen Videoeffekt haben wollten. Und diese ganze Situation setzte eben dem Teilnehmer so unfassbar zu, dass er bis heute damit zu kämpfen hat. Bis heute hat er Schlafstörungen, die eben seit diesem Tag, seit diesem Experiment angefangen haben. Seitdem hat er eben extrem Probleme. Und er wollte trotzdem das Ganze durchziehen, auch weil es eben einen gewissen Druck gab, weiterzumachen. Aber als dann auf einmal Mr. Beast zu ihm kam und ihm sagte, er solle ab jetzt täglich in einem Hamsterrad laufen, um das Ganze noch interessanter, noch spannender zu machen, ist er zusammengebrochen. Erst hat er noch mitgemacht, ist in diesem Hamsterrad gelaufen, bis er körperlich völlig wund war, bis er dann sagte, er kann einfach nicht mehr, er muss das Ganze abbrechen. Und er sagte auch, dass während dieser Zeit nicht ausreichend auf seine Gesundheit und sein Wohlbefinden geachtet wurde. Und so wie er es sagte, wirkt es auch so, als wäre es Mr. Beast völlig egal gewesen, weil für ihn nur zählte, dass dieses Video erfolgreich wird, dass dieses Video ja, cool das aussieht. Ist so. Und wäre dieses Video ein Einzelfall, wäre das schon schlimm genug. Doch es gab noch viel krassere Vorwürfe bei seinen Mr. Beast Games. Denn bei den Mr. Beast Games gab es ja ganz viele Contestants, ganz viele Athleten aus allen möglichen Ländern. Doch nun sind Athleten hervorgekommen, die gesagt haben, dass unfassbar schreckliche Dinge bei diesen Mr. Beast Games passiert sind. So heißt es, dass man eben nicht schlafen durfte, man durfte sich dort nicht ausruhen, maximal 3 bis 4 Stunden am Tag. Und diese Leute bekamen anscheinend auch nicht wirklich Betten, sondern mussten teilweise einfach auf dem Fußboden schlafen. Dann wurde dort eben gekämpft um Essen. Die Teilnehmer durften nur 400 Kalorien am Tag zu sich nehmen. Wenn man bedenkt, dass der normale Kalorienverbrauch eines erwachsenen Menschen bei 2000 liegt und Athleten teilweise noch mehr brauchen, ist das eben extrem gefährlich. Und dann musste sich auch noch darum geprügelt werden, beziehungsweise es heißt, es wurde gekämpft um dieses Essen, weil scheinbar nicht ausreichend besorgt wurde, beziehungsweise es wurde sich nicht ausreichend darum gekümmert.
Allgemein sollen die Teilnehmer bei den Mr. Beast Games unter hohem Stress gestanden haben. So ein schlimmer Stress, dass manche von ihnen sogar zusammengebrochen waren. Und ähnlich wie eben auch bei diesem anderen Vorfall, von dem ich eben erzählt habe, wurde auf die Gesundheit der Teilnehmer nicht ausreichend geachtet. Diese Leute hatten psychische Probleme, hatten gesundheitliche Probleme und das alles schien völlig egal zu sein, weil das Einzige, was zählte, war gewesen, dass dieses Video ein Hit wird, dass dieses Video gut ankommt und deswegen sollten die Leute auch alle gute Miene zum bösen Spiel machen. Ja. Es ist wahrscheinlich, dass auch dort vielleicht Geldsummen geboten wurden, damit Leute im Nachhinein nicht berichten, was alles im Hintergrund vor sich ging. Damit all diese dunklen, düsteren Geheimnisse wirklich geheim bleiben. Die haben es ja fürs Geld gemacht, also kann sie mit mehr Geld noch mehr bewirken. Das ist, ja, aber was hast du denn, was hat man denn erwartet von solchen Mr. Beast Videos? Was haben wir eigentlich erwartet? Dass es im Hintergrund alles tutti-frutti ist, ne? Bleiben. Dies sind nur zwei Beispiele von unfassbar vielen wirklich seltsamen und krassen Vorwürfen, die Mr. Beast jetzt gemacht werden. Und dies ist eben ein klares Zeichen, was wir auch in Deutschland jetzt in den letzten Monaten bekommen haben. Hört bitte auf, YouTuber zu idealisieren. Nee. Es ist ganz egal, wer das ist. Sei es nun eine Annie the Duck, ein Unge, ein Tadel oder beispielsweise jetzt auch ein Mr. Beast. Egal welcher Creator es ist, egal wie nett er nach außen wirkt, auch ich, egal wie freundlich ich zum Beispiel auf euch wirke, ihr wisst nie, wie diese Menschen wirklich sind. Ihr wisst nie, wie kalkulierend sie sind, denn das, was sie euch zeigen, das, was sie in den Videos präsentieren, ist nicht die Realität. Sie können dort zeigen, was sie wollen, sie können rausschneiden, was sie wollen und wie diese Menschen wirklich sind, wie diese Menschen wirklich ticken, erfährt man meistens dann erst im Nachhinein, wenn eben Skandale und sowas alles ans Licht kommt. Ich fand dieses Thema unfassbar krass, vor allem als ich gelesen habe, was für Vorwürfe wirklich im Raum stehen. Vorwürfe von regelrechter Folter. Ich wollte euch das Ganze gerne mitteilen, falls ihr davon noch nicht wirklich was mitbekommen habt. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wie findet ihr das und glaubt ihr, es wird noch mehr Vorfälle geben, beziehungsweise noch mehr Dinge, die veröffentlicht werden? Eure Meinung interessiert mich sehr, wie sie uns hoffentlich beim nächsten Mal so ich mache. Bis dann aber. Tschüss. Moment, Moment, ich hab was. Jeder hätte zu jeder Zeit aufhören, aussteigen können. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Abhängig vom Gewinn war. Ich glaube nicht mal, ne? Selbst wenn, da hätten die gesagt so, mach doch, dies, das. Ja, das nicht. Du hast bis jetzt nicht irgendwie bei so, bei der Achterbahn oder so. Sondern du bist dann da erstmal, bist da erstmal gefangen. Das interessiert mich ein bisschen, wie das aussah. Mr. Beast, 30 Tage in a room. Tag 20. 100 Tage? Allein diese Thumbnails. Every day he survives in this. Das ist doch das. This room, I give him $10,000. We literally have $1 million in cash. At that picture. I just need to be strategic with the items that I'm giving away. Make sure I've got enough to keep me occupied. It's really the guitar without noticing it. That's $100,000 now. Josh's room was getting pretty. Hier ist auf jeden Fall der Raum dunkel. Messy, so I paid a cleaning crew to come in and take care of it. And he somehow slept through all of it. It has officially been 8 days in this room, and for whatever reason, he's asleep at 6. Vielleicht ist es nicht dasselbe Video, keine Ahnung. Mission complete. Josh. Bet you 10 more of Jimmy's style. You've been playing. Lights on. I just want to talk for a minute, like on a real note. Spending this time. Ah, die Sachen sind jetzt alle. Ah, ich sehe es. Aber dafür kommen Geldkoffer. Apart from. Even though das Video sieht interessant aus, keine Frage, ne? Six-year relationship. Also, I forgot to mention that you only have 10 minutes, and it's been like 3, so you have like 7 minutes. Inside of this room for 2 weeks. And I was out of town on day 15, so I had to FaceTime Josh with the special guest. Hey, buddy! Today. Jimmy, can you let me down first? Jimmy, no. I don't want to be here anymore. Klar, wenn man das Video sieht, sieht's nicht so schlimm aus. keine Ahnung. Vor 2 Jahren, vor 7 Monaten? 100 Tage! Aber ich hätte dann eher gedacht, dass sie es komplett faken. Dass sie nicht die Tage durchziehen, sondern, wisst ihr? Ach nee, wegen dem Timelapse ist schon alleine. Hm. This is Susan's. Oh my gosh. Oh my. We're huge race cars. How far in this challenge? 24 hours remain! Naja, mögt ihr Mr. Beast oder wie sieht's aus? Seid ihr geschockt von den neuesten Enthüllungen? Das war ja nicht mal alles, was uns der Creepypasta Punch der Christoph da verklickert hat. Dann können wir hier nochmal beim Buch vorbeischauen.
So sieht das aus. Bestseller Nummer 1 in Thriller über Parapsychologie. Das ist interessant. Da mache ich da nochmal Werbung, weil ich finde das gut. Ach, guck mal, das sind Gesichter der Furcht. Momente des Grauens ist das Neue, ne? Ist stark. Das finde ich irgendwie ein cooles Hobby. Über Creepypasta-Pan. Ja. Und soll ich in Zukunft vielleicht ab und zu, wenn das Thema irgendwie so halbwegs passt oder interessant wirkt, auch mal wieder auf ihn reagieren? Schreibt es in die Kommentare. Für den Moment war es das. Und alles zu Mr. Beast in die Kommis. Wir sehen uns. Haut rein. Daumen und Gude!